Okay, das war's erstmal. Ach nein, Quatsch, Level Up. Genau. Was haben wir da? 2 Punkte können wir vergeben. Ich würde gerne einen auf Verstand geben, ja. Denn, ach guck mal, da steigt auch mit die kritische Trefferwahrscheinlichkeit. Das ist gut. Konstitution ist Lebenskraft, ja. Finesse. Beidhändiger Kampf, Kriegsführung und Stärke. Ausweichen. Ach, das kann ich hier nicht, hiermit nicht. Dann geht noch einer auf Stärke. Komm. Wir machen mit dem so viel Nahkampf zurzeit. Ja, müssen wir mal gucken. Viel Kampf, also viel Magier ist bei unserem Kampfmagier momentan nicht dabei. Ne? Naja. Ich habe viel Feuermagie, oder? Ich könnte ihm natürlich auch noch Feuermagie lernen. Denn hier zum Beispiel Blutfeuer. Das braucht Pyrokinet. Eieieiei. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht so. Was hat er denn so an sich sonst noch für Feuer? Für Zauber. Die schockierende Berührung benutze ich auch selten, ehrlich gesagt. Im Moment ist er ein guter Nahkampfführer, würde ich fast schon sagen. Tja, Kriegsführung, physische Angriffe. Elektrizität ist halt gefährlich, weil wir schon oft andere Leute in der Nähe haben. Ich spare mir den Punkt mal auf. Ich hoffe, ich denke daran, dass ich hier einen Punkt habe. Ich spare mir den mal für später. So, hier haben wir Telekinese brauchen wir nicht. Überredung. Ich glaube, ich tue mir noch mal einen auf Glücksbringer. So, jetzt ist der Ben dran. Der Ben. Das mit dem Kritischen geht durch Verstand, ne? Ich fand das ganz gut, als der einen Kritischen gelandet hat. Das hat schon reingehauen. Gedächtnis, was macht denn das nochmal? Ach, genau. Da weiß ich noch nicht ganz genau Bescheid, was das überhaupt bedeutet. Wenn ich dem immer einen Zauberstab in die Hand gebe, ist das eigentlich ganz gut. Da braucht er aber viel Intelligenz, weil vielleicht finden wir. Hoppala, jetzt schmeiße ich den hier was. Ich habe hier sowas in der Hand. Und dann schmeiße ich das auch noch weg. Ach, was ihr übrigens gerade hört, ist wieder die Lili. Die rastet wieder aus. Finesse. Brauchen wir, glaube ich, nicht. Der ist sehr intelligent, der Ben. Vielleicht ein bisschen Verstand für kritisch und dann nochmal ein bisschen Konstitution, damit er mehr aushält. Ich weiß bei ihm nicht ganz so genau, wo die Reise hingehen. Ich weiß es bei niemandem. Ah, doch, bei Lucy und bei Sybil. Eigentlich ist es bei ihm auch klar. Heilung noch und nöcher. Und naja, mal gucken. Er kann außerdem noch nekromantieren. Eventuell könnte man da noch mal was draufsetzen, ne? Und was ist mit einhändig? Ja, er macht ja nicht wirklich. Gilt das denn eigentlich als Distanz? Wenn ich dann hier auf Distanz gehe? Bögen und Armbrüste. Nee, das ist das nicht. Aber das wird auch nicht erhöht jetzt hier durch das einhändig. Ach, ja. Ich muss mich gleich mal um die Katze kümmern. Ich denke, ich werde hier noch was draufsetzen. So, einen Moment, bin gleich wieder da. Ist irgendwie heute ein Aufnahmetag der Unterbrechung. Bis gleich.
So, da sind wir auch schon wieder. Genau. Hier hatten wir alles vergeben. Und hier. Glücksbringer durch Ausrüstung. Ja, das brauchen wir nicht. Tauschen? Wieso kann er so gut tauschen? Ich dachte, Lucy wäre unsere Tauscherin. Okay, durch geizig. Ach komm, dann machen wir Ben zu unserem Tauscher. Denn, warte mal, sie ist unsere Lehrmeisterin. Sie ist so ein bisschen die Diebereifrau. Ja, komm. Ja, schon ein guter Wert. Und bei ihr, wo wir gerade schon mal hier sind, würde ich gerne doch nochmal einen auf Lehrmeister verteilen. Ja. Hier auf beidhändiger Kampf, das ist voll ihre Sache. Und hier... durch Finesse eher. Da braucht sie nicht so viel Stärke. Was brauchen die sonst noch so? Nicht so viel. Ich denke, da gebe ich ihr nochmal einen. Und kritische Trefferwahrscheinlichkeit. Ja, weiß ich jetzt gar nicht. Weil... durch Verstand müsste doch eigentlich was kommen. Multiplikator für kritische Treffer. 165%. Okay, aber wo kommen die her? Wahrscheinlich von der Waffe, ne? Ja, gut. Okay, okay. Dann nochmal Konstitution. Leben Sie länger. So, bei dir ist es eigentlich auch ganz klar. Finesse, ja. Ganz klar. Und... ich hoffe, ich habe dadurch keinen Nachteil, dass ich jetzt so wenig auf Gedächtnis setze. Konstitution, ja, die beiden Standardwerte eigentlich. Distanzkampf, sie macht sonst eigentlich nichts anderes. Jägersmann, erhöhte Position. Ich mach mal hier den Punkt hin. Und Dieberei. Schloss knacken. Ja, das finde ich schon, dass die das machen können. Sollte tun, machen können. Und bei ihm spare ich mir das mal gerade auf. Da weiß ich noch nicht ganz so genau, noch weniger genau, wo die Reise hingeht. Guti. Und damit haben wir das hier auch geklärt. So mal ganz nebenbei. Ich glaube fast, wir haben die gesamte Feste von Magistern geräumt. Nee, den Hafen haben wir noch nicht. Stimmt. Und ich hatte eigentlich gedacht, ich sehe den Paladin jetzt hier. Wohl nicht. Was ist das für ein Buch? Die Sünde der Quelle ist angeboren. Wir alle sind von dieser seltsamen Macht gezeichnet. Kreativ ebenso wie destruktiv. Kaum verwunderlich, dass manche der Versuchung erliegen, sie zu manipulieren. Doch der Unterschied zwischen verständlichen und zunehmenden... es darf nicht so weitergehen. Ja, aber das, was ihr macht, ist gut, ne? Ja, von wegen. Ja, die Burg gehört uns. Fast, bis auf den Hafen. Sollen wir uns da auch nochmal ranwagen? Dann haben wir jetzt hier Kämpfe nach Kämpfe, aber scheiß drauf. Was ist da noch? Komme ich da hin? Nicht erreichbar. Schade. Aber der ist doch auch nicht hier reingerannt. Bestimmt nicht. Kein Paladin. Und das ist immer noch verschlossen. Kann ich die Tür... ja, guck mal, die kann ich auch einhauen. Aber easy peasy. Guck mal, jetzt ist es sogar in Säure getränkt. Dauert nicht lange. Das haben wir gleich. Zack, zack, noch einmal. Bumm. Was ist denn das hier für eine Leiter überhaupt? Wo komme ich denn da hin? Ich speichere mal lieber vorher. Nicht, dass das irgendwie eine Backleiter ist. Ah. Okay, ich verstehe.
So hätte man sich ein bisschen hier reinschleichen können. Hier muss ich zugeben, habe ich auch ein bisschen was erledigt. Und zwar habe ich einfach mal die Wachen erledigt. Die müssten irgendwo hier rumliegen. Ja, ja. Das war nur, das war kein spektakulärer Kampf. Das haben wir relativ leicht hinbekommen. Ein Seil? Ja gut, dann gehen wir erstmal runter. Von daher, muss ich echt sagen, ihr seid frei, liebe Magister. Nicht Magister, liebe eingesperrten Quellenmagier hier. Ihr werdet nicht mehr irgendwo hingerufen und, I got that special shipment you was asking after. Take your coin then. Okay. Kann, interessiert das eigentlich immer? You're back. Oh, it's so good to see you, mate. You look... You know who you look like? The moon. I bet you hear that all the time, don't you? Die Funklerkarte herausziehen und sagen, dass du sie von einem Sterbenden erhalten hast. Du denkst, dass sie Griff gehört. Okay. He turns the card over and holds it up to the light, smirking. Er grinst. Got your hands on my spot, ah, es passt sie nicht gerade. Well, put it to good use. The louses I have at the card table could use a good shake-up. Okay. Das will er anscheinend nicht zurückhaben. Gut, gut. Wir haben die Freudenfeste gemeistert. Einfach mal eben so. Ich gehe noch mal gerade hier so ein bisschen lang. Und ehrlich gesagt würde ich die am Hafen ja auch noch gerne... Ja, mal besuchen, sagen wir mal so, ne? Wir können ja mal noch vorbeigucken. Wir probieren es einfach mal. Guck mal hier. Scrollen wir mal ganz schnell hin. Scroll, 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 scroll. Und holen unsere Gruppe. Und dann habt ihr vielleicht gerade gesehen beim Dialog, dass das hier unten bei der Kamera ganz gut gepasst hat. Ich hoffe es jedenfalls. Ist ein bisschen netter, wenn das bündig ist. Na, wo seid ihr? Dürfte ich um etwas Eile bitten? Dankeschön. Vielleicht kriegt man ja einen Erfolg. Das wäre was. Wenn man alle Magister in der Freudenfeste erledigt hat. Wir haben es ja nicht eilig. Wir versuchen das einfach mal. Speichern, ganz wichtig. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das schaffe, weil die hier sind hier nochmal ein bisschen ein anderes Kaliber, ne? Aber wer weiß. Ich denke, ich werde es folgendermaßen machen. Erstmal splitten wir jetzt wieder die Gruppe. Der alte Trick, dass wir die hier schön einzeln kontrollieren können und niemand irgendwo hinrennt, wohin er nicht soll. Dass ich erstmal unsere Leutchens hier so ein bisschen abseits platziere. Ben, du auch. Und Lucy muss wieder als Pullerin herhalten. Und die leeren Hüllen werden angreifen. Da bin ich mir sehr sicher. Und speichern. Oder sollte ich nach hinten? Nee, ich sollte nach hinten rennen. Das ist doof, was ich jetzt gemacht habe. Ich sollte nach hinten rennen und die nach hinten hin wegpullen. Und dann kann ich nämlich den Highground nutzen, den Lucy dann haben wird. Jetzt ist sie nur nicht mehr gleich ermutigt, aber das kriegen wir hin. Und dann wird Lucy auch schön nach hinten hin sich verpieseln. Abklingzeit, na komm. Der erste Schuss geht auf die Magister Dava. Erhöhte Position. Lucy ist immer noch dran und kann mit dem nächsten Schuss... Kann ich die erledigen? Oh, krass, ist die drauf. Die Olle. Das geile Stück. Tut mir leid. Das war's? Was für ein Attentat. Was für ein kleines, süßes, verschmitztes Attentat. Und die leere Hülle hat nichts gemacht. Und da waren es nur noch 4.
Was haben wir denn da so? Inquisitor, Stufe 4, Stufe 4, Stufe 4. Man sollte meinen, die haben hier bessere Waffen hingestellt, ne? Boah, wie weit die schießen können. Oh, sollten wir das versuchen? Wir versuchen es mal. Wir speichern. Wir ermutigen. Und dann versuchen wir es. Boah! Lucy ist der Hammer. Guckt euch das an, was die gemacht hat. Zwei Leute einfach mal eben so. Okay, der wird jetzt auch. Der hat einen Bogen, oder? Nee. Ja, hat er zwar, aber er kommt nicht an. Kommen die hier überhaupt hoch? Ja, kommen sie. Verkuppelt. Das ist nicht gut. Das macht Lucy nämlich. Eieieiei. Eventuell muss ich jetzt mit dem Rest der Gruppe kommen. Das ist nicht gut. Ja, komm, dann greift die an. Boah, die macht so viel Schaden. Das ist so geil. Aber Lucy kriegt ganz schön aufs Maul. Mach jetzt keinen Scheiß. Okay, die regeneriert die Waldläuferin. Ja, dankeschön. Ich muss mit dem Rest der Gruppe gleich kommen. Oh Gott, ich muss mit dem Rest der Gruppe kommen. Lucy muss regeneriert werden. Wo bist du denn? Okay, jetzt ist Ben natürlich auch im Kampf, ist ja klar. Boah. Das ist eine Frau. Die Lucy. Gut, dass wir die dabei haben. Und ich denke aber, ich werde mich jetzt zurückziehen. Sollen sie ruhig mal kommen. Die hier machen übrigens nichts. Das ist sehr gut. Wo gehst du denn lang? Von hinten. Ich glaube, es geht los. Na, dann komm. Sybil und alle anderen werden dich erwarten. Dann komm her. Mhm. Kritischer Treffer übrigens, ne? Aber hat nicht viel gebracht. Kannst du von da oben? Weg ist unterbrochen. Du kannst aber noch ein bisschen vor, ne? Weg ist immer noch unterbrochen. Jetzt aber. Und wieder zurück. Wir wollen ihr nicht zu viel Möglichkeit geben. Jetzt ist Ben nochmal dran. Okay. Das ist auch kein Fernkämpfer hier. Ach, der hat das sofort genutzt. Das Ölfass da oben kaputt gemacht. So, Lucy geht es ganz okay. Und Lucy benutzt jetzt einfach hier oben. Kann die da hin? Kann sie. Kritischer Treffer. Schilde hoch. Ja, mach deine Schilde hoch. Das wird dir auch nichts nützen. Okay, ich dachte, das brennen die jetzt hier nieder. Ich gehe mit dem Leitjan mal hier hin. Also mit uns gehe ich mal dahin, falls die von hier kommen wollen. Sybil, du kannst wieder Dolche werfen. Und zwar... Nein, kannst du nicht. Du gehst aber kurz dahin. Und dann kannst du das tun. Ich weiß, es hilft nicht viel. Aber immerhin wird ein bisschen Rüstung reduziert für den nächsten Angriff, der dann folgen kann. Ermutigen können wir mal eben. Bäm. Und das war's schon. Oh, der hat's auf Sybil abgesehen. Aber nicht mit uns. Boah. Unglaublich. Was die für Schaden macht. Das war die... Oh. Das war der Inquisitor. Oder die Inquisitorin.
Ja, ich denke mal, jetzt kann ich hier auch einfach runter. Taps, taps, die große Hexe kommt angetapst, ganz langsam. Sybil, kommst du denn hinter denen? Ja, guck mal, jetzt kannst du dich rächen. Räche dich, Sybil. Sie ist schon fertig mit Rächen. Und gleich ist diese ganze Feste hier ohne Magister. Das gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch nicht. Ja, du hast dich perfekt positioniert. Oh, doch nicht. Du hast dich perfekt positioniert, du fieser Kerl, du. Aber weißt du, jetzt brauchen wir auch keine Lucy mehr. Bäm. So. Da gibt's keinen hinten, der liegt auf seinem Rücken. Ich wollte kritisch wieder machen, aber irgendwie kann man natürlich jetzt nicht hinter ihn, weil er auf dem Rücken liegt. So, Lucy. Du hast den Ehrenschuss. Okay. Läuft. Läuft doch. Oh, Schockpfeile. Schön. Lucy, wir haben da was Neues für dich. Ja, dann müssen wir natürlich auch noch die beiden anderen, die Lucy mal eben so weggesnipert hat. Was ist das? Wasserschaden? Ach so, nee, da liegt nur eine Flasche.